Ich habe so viele Rubine, mein Gott. Hunderttausend Besitas wieder. Sehr schön. Jetzt muss ich ja doch wieder da durch. Oh, scheiße. Ich glaube, ich nehme mal die Schrot, oder? Ich weiß, dass du noch da bist. Ich sehe nichts. Jetzt macht er das Licht wieder an. Ist auch gut. Naja, you and me both, Leon. Habe ich jetzt zwei erwischt? Tot? Jo, tot. Dann baller ich lieber ein bisschen mit der Schrotflinte um mich. Und hab danach wahrscheinlich meine Ruhe. Hier rauf. Nee, hier geht's gar nicht weiter. What? Habe ich auf der anderen Seite was übersehen? Ey, wo geht's hier weiter? Das ist ein gelbes Kraut, da komme ich nicht hin. Ich habe einen Hintern gesehen. Zumindest ein bisschen durch die Hose. Egal. Was habe ich jetzt wieder verpasst? Ach so, kaputt machen. Bam, yeah, du und deine geilen Kicks. An diesen Kickboxer verloren gegangen, anstatt so ein Messerkämpfer. Aber das kommt ja noch. So, jetzt bin ich hier drin. Gelbes Kraut. Ah, ich habe ja drei. Ist ja schön. Ich habe ja nicht genug. Ich könnte mal was nehmen. So, einfach mal so. Oh ne. Nicht jetzt. Ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, Ratten. Ich tue euch nichts. Versprochen. Solange mir nicht wieder einer mit irgendeiner blöden Quest kommt in der Richtung. Aber ich glaube diesmal nicht mehr. Wieder ein Kraut. Fledermäuse. Ein Händler. Hey, mein Freund. Ich habe einiges zum Verkaufen für dich. Und offensichtlich ist selbst in deiner Bude noch ein Schatz an der Decke. Ey, warum nervt man hier nachts rum? Was ist hier los? Da. Eine Spinelle, na gut. Was war das wieder? Es ist Viertel nach eins. Pokémon ist live. Wahoo. Irgendein Turnier. Gut, macht wieder Sinn. Dafür soll ich die Benachrichtigung mal ausstellen, weil es mich so gar nicht interessiert. Welcome. Welcome, mein Freund. So. Der Käfer ist auch 12.000 wert. Seidenkristall, die Krone. Lohnt sich ja mal wieder. So, das ist getuned. Jetzt kann ich ein bisschen heilen. Reparieren. Die Striker ist neu. Ach, es waren sogar 2 Millionen. Okay. Den müsste ich mal mitnehmen. Für einen Bosskampf, den ich mir leichter machen will. Hatte ich jetzt Platz in meinem Inventar dafür? Will ich das Ei verkaufen für die Quest? Ich weiß ja nicht. Wenn ich den Raum von Salazar noch finde. Weil den dieses Ding möchte ich auch gerne ausprobieren mit Salazar, mit dem Ei. Punisher. Matilda. Ich hab ja genug, ne? Years haven't been kind to us. Where you gonna put this? Your pocket? Kein Platz. Hier eine Kiste. Du hast ja keine Kiste.
dass ich Platz habe. Einmal speichern auf dem neuen, anderen Speicherstand. Bei Kapitel 12 im alten Spiel. Ist hier wirklich keine Kiste? Nö. Ja, das ist ja auch schön. Ich muss mal die Raketenwerfer auf den Schnellzugriff legen. Am besten hier nach oben. Also. Yeah. Wenn ich das Teil unendlich hätte, yeah. Da würde es ja nur noch scheppern. Ich bin mit dem Ding ja auch bei Resident Evil 3 Remake rumgelaufen. Das war auch schön. Aber da war es nicht ganz so schwer zu kriegen. Man muss nicht so viel Geld sammeln. Zumindest, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es ging schneller. Flüssigstickstoff duschen. Antragsteller Isidro Uriarte Talavera. Tag der Einbauarbeiten, 2. November 2002. Der Einbau der letzten Monat beantragten Flüssigstickstoff-Duschen für Notfälle ist abgeschlossen. Warnung, Flüssigstickstoff ist extrem gefährlich. Fahrlässiger Gebrauch kann Blindheit, Erfrierungen und sogar den Tod zur Folge haben. Vorsicht bei der Handhabung. Isidro Uriarte Talavera. Ist das nicht einer von den zwei, also von diesen Typen, die mit, oder diesen Viechern, die mit Salazar rumhängen? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Wahrscheinlich sogar der, mit dem ich es dann gleich zu tun haben werde. Ja! Bossfight. Deswegen der Raketenwerfer. Noch ein Zettel. Chroniken der Arbeit 3. Wo ist der Rest? Mai, 9 Jahre nach meinem Erwachen. Sobald ich dieses Ventil öffne, wird schwarze Flüssigkeit in meine Venen strömen und sich in meinem ganzen Körper verteilen. Dies wird vermutlich die schmerzvollste Erfahrung in meinem Leben. Ich kann es kaum erwarten. Es ist eine Ehre, die heiligen Wehen der Wiedergeburt durchleiden zu dürfen. Und ich habe einen Frosch im Hals. Die heiligen Wehen der Wiedergeburt? Ich möchte wirklich keine Wehen haben. Bei meinem nächsten Erwachen werde ich ein wahrer Diener meines Gebieters Ramon sein. Ich sag's ja. Ich, Isidro Uriarte Talavera, schwöre hiermit feierlich, ich werde die Grenzen des Menschlichen übertreffen und ein wahrer Diener Gottes werden. Ich werde die Ketzer finden und die Henker sein. Ihr Verdugo. Alles klar. Damit hat sich meine Vermutung bestätigt. Das Vieh, das wir gleich als Gegner haben werden, ist dieser Typ. Der Henker. Was er zumindest denkt, was er wäre. Ja, Munition nehme ich alles, werde ich aber wohl nicht brauchen. Hi. Hängst du auch so rum, wa? Diese Leute sind doch gestört. Das ist noch milder ausgedrückt. Gestört ist gar kein Ausdruck. Wo ist denn der Rest von den Zetteln? Gewehrmunition mal 4. Ich habe einen Schatz verpasst. Oh, hier ist der Aufzug. Mitteilung Stromversorgung. Vorrichtung außer Betrieb. Um Energie zu sparen, wurde die Stromversorgung eines Teils der Einrichtung einschließlich des Aufzugs unterbrochen. Die Stromversorgung kann bei Bedarf über den Schutzschalter im hintersten Bereich des Versuchsgeländes wiederhergestellt werden. Genau das ist das Problem. Denn, und ich spoilere das mal, den Kampf mit dem Typ da kann man auch anders lösen. Das heißt, man muss ihm die ganze Zeit irgendwie ausweichen. Und abwarten, bis der Fahrstuhl von alleine kommt. Wenn man ihn jedoch vorher erledigt, ist der Fahrstuhl gleich da. Und das möchte ich gerne provozieren. Ihn gleich erledigen, deshalb der Raketenwerfer. Alright. Ja, da muss ich hin. Da ist ein Schatz. Ja. Er ist auf dem Weg. Und ich werde zwischendurch ausweichen dürfen, glaube ich. Oder? Ich gehe mal langsam. War das hier gar nicht mit dem Ausweichen, doch wahrscheinlich schon. Wechsle ich selbst was.
Weiß ich gar nicht. Muss hier irgendwie rein. Das war das falsche Teil. Heißt, ich muss, ich möchte da rein. Oder auch nicht. Na gut. Dann hier rum. Ach ja. Eine Stickstoffdusche. Jetzt komme ich da nicht rein. Wort, machst du mal auf hier? Damit bin ich aber nicht einverstanden. Oder muss ich das jetzt hier wieder runterlassen? Nee, geht nicht mehr. Verkackt. Okay. Okay, ist okay, ist hier gar nichts, aber ja. Doch, hier war das mit dem Ausweichen, also auf Kreis. Oh, you're kidding me. Na, klasse. Yep, na, klasse. Seinem komischen Schwanz da. Oh, Munition. Genau da muss ich gleich dran. Das muss sitzen. Okay. Bleibt er jetzt? Kommt doch gleich an. Jo, der kommt wohl gleich an. Du solltest das da anmachen. Oh. Meine Güte. Das hat fast nicht geklappt. Ich so lange gebraucht habe. So. Her mit dem Monokel. Dafür dieses Stickstoff. Man kann ihn auch so natürlich aufhalten und drauf schießen und alles, ne? Aber Stickstoff, Raketenwerfer, weg. Ich denke mal, das ist auf jedem Schwierigkeitsgrad so. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich schätze mal schon. Wenn man bedenkt, der wird dann eingefroren, so gesehen, mit dem Stickstoff und ja. Ist dann ziemlich zerbrechlich, ne? Raketenwerfer rein, fertig. Ob man jetzt also mit dem kämpfen sollen, das kommt noch dazu. Da war die Tür zu. Oh. Ja. Fahrstuhl, du brauchst jetzt nicht so tun, als ob du langsam hochfährst. Das Vieh ist weg. Also ich bitte dich, bleib, komm einfach wieder her. Ist es halt ab. Normalerweise müsste man wirklich warten, wenn das Vieh einem nachläuft oder nachsprintet. Ach, jetzt ist hier auch offen. Was haben wir da? Gelber Diamant, ja toll. Silverspray und Schießpulver. Ist denn da drüben jetzt auch auf? Ich schätze schon. Ist ja Strom da. Nö, hä? It's locked. Das sehe ich auch, aber warum? Ich komme da rein. Von der anderen Seite aufmachen, ne? Ja. Hui. Schön viel Munition. Nehme ich. Klar, ich habe ja auch den Koffer jetzt in Benutzung, wo ich mir Pistolenmunition finde. Von daher passt das schon. Ah, kein Wunder, geht das nicht auf und da.
man da falsch rum dran geht. Gut, egal. Munition ist mir. Jetzt geht's weiter. Oh oh. Oh oh. Der Kram wird bei ihm auch schon. Your suffering came in, just as it has from his daughter, who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. Du mit deinem scheiß Blut? My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Ach ja, er. Den habe ich fast vergessen. Wie kann das sein? I'll make it cheap for you. Hallo Chico. Kapitel beendet. Schreibmaschine, bitte, danke. Nächstes Speicherling. 10.07.23, 10.06.24. 11 Monate später. Zeit verfliegt echt schnell. Better. Yeah, seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case, we know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my dance. Okay, we hurry, I get it. Why help me, though? What's in it for you? No need to be suspicious. I said I'd help you, didn't I? Ich nehme zurück, dass ich gesagt habe, dass Leo nicht mehr gut aussieht hier. Aber ich finde einfach, die Modelle von ihm früher fand ich, die sahen besser aus. Jetzt ist er immer noch gut. Aber in dem Spiel hat Louis wenigstens mehr Tiefe bekommen. Macht Spaß, mit ihm rumzulaufen. Diese witzigen Sequenzen zwischendurch. Wieso kann man die schon wieder speichern? Protokoll des Vorarbeiters. Datum 11. Oktober. Heute war der schlimmste Tag meines Lebens. Meine Tochter wird 5 und was mache ich? Ich sitze in einem versifften Boot auf dem Weg zum Arsch der Welt. Wenn die Bezahlung nicht so gut wäre, würde sich garantiert keiner freiwillig dazu bereit erklären, zum Arbeiten in die Pampa zu fahren. Datum 19. Oktober. Die in der Burg ermahnen uns ständig, bei der Ausgrabung mit besonderer Vorsicht vorzugehen. Aber ein paar der Arbeiter sind zusammengebrochen, nachdem sie bloß etwas Staub eingeatmet haben. Irgendwas verschweigen die uns hier. Es gibt zu viele Ungereimtheiten. Ich habe auch angefangen zu husten. Ich sollte schlafen. Datum 26. Oktober. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Allein heute habe ich 3-mal Blut gespuckt. Ich fühle mich schwach und kann mich kaum bewegen. Ich hätte nie herkommen sollen. Ich wollte bloß Geld verdienen. Aber wie es aussieht, zahle ich jetzt den Preis. Ich bin ein beschissener Vater. Es tut mir so leid, meine Kleine, du hast Besseres verdient. Datum Oktober. Seit morgen Kopf arbeitet nicht. Warum? Mehr Blut hustet, krabbeln, viele Insekten, höhere Stimme. Datum, ein herrlicher Tag zum Arbeiten. Das Graben bereitet mir solche Freude. Ich bin durch und durch glücklich. Alles gebe ich euch. Alles für euch, Lord Sadler. Das war noch im normalen Zustand, was man als normal bezeichnen kann. Das war schon nach der Verwandlung? In keine Ahnung was. Du bist ein beschissener Vater. Nee, du bist hierher gekommen, um Geld für deine Tochter, für deine Familie zu verdienen. Du bist kein beschissener Vater.
Beschissener Vater ist einer, der eine Frau schwängert, abbaut und keinen Unterhalt bezahlt. Das ist ein beschissener Vater. Wenn man mich fragt. Ich kann da zum Glück nicht mitreden, aber ich sehe es zumindest so. Du hast neue Ware. Ich habe dich doch gerade erst gesehen. Welcome. What do you have for me, Stranger? What you see is what I've got. Was ist hier neu? Nichts. Hier ist nirgendwo so ein Punkt. Alles kenne ich schon. Was ist denn jetzt hier neu? Nichts ist hier neu. Ich kann das Monokel verkaufen. Das mache ich mit Freuden. Nö, tauschen? Ich muss ja nichts tauschen. Ich habe ja schon alles, was ich bräuchte. Gut, ich könnte hier wieder schießen gehen. Oder ich könnte hier überhaupt mal schießen gehen. Mache ich aber nicht. Dafür speichere ich nochmal. Ich kann hier genug speichern. Vor allem, wenn man keine Tintendinger braucht hier. Ink Ribbons in Englisch. Wie war das noch in Deutsch? Farbbänder? Farbbänder, genau. Wenn man es die ganze Zeit auf Englisch sieht, ne? Vergisst man schon mal das Deutsche. Wie mit Pokémon, wenn ich. Ich lasse euch mal reden. So you heard, huh? Umbrella's done for. You don't need to worry about them anymore. You didn't answer my question. What are you after? I just want to feel good about myself. Make amends. Or something like that. Du hast ein schlechtes Gewissen, das ist alles. Und du willst dich reinwaschen. Du willst es wenigstens versuchen, das machen viele nicht. Die machen Scheiße oder behandeln Leute Scheiße und es ist ihnen egal. Wie die sich damit fühlen. Ob denen das noch nachhängt, ewig später oder so. Egal, ob es auch immer lebt, sein eigenes Scheißleben weiter. Nach mir die Sintflut. Wow. Wo war ich? Ach ja, bei Pokémon. Als ich meine Zeit hatte, wo ich Booketuber öfter verfolgt habe, mit Battles und so weiter. Ich hatte die englischen Namen im Kopf von den Pokémon und so. Ich habe das deutsche Zeug vergessen. Ist schon ein bisschen blöd. Aber naja. Was hängt hier? Bekanntmachung Sprengstofflagerung. Das Dynamit wurde im Lagerraum M4 verlagert. Hinweise zum Umgang mit Sprengstoffen. Einstürze sind in der Tagesordnung. Logisch, wenn es explodiert. Haltet ausreichend Abstand zum Explosionsbereich. Sollte es zu einem Unglück kommen, räumt sofort auf. Sorgt dafür, dass immer ausreichend Arbeiter vor Ort sind. Die nicht gleich in die Luft fliegen. Hey, since when was this a dead end? This used to lead to the exit. Jo, wir brauchen wohl ein bisschen TNT. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war beim Spielen, habe ich mich nicht in die Luft gesprengt. Ich bin stehen geblieben. Wenn das Ding in sich zusammenfällt nach der Explosion, sollte man hier nicht stehen bleiben. Sie sind tot. Naja. War recht witzig. Ich habe wohl nicht damit gerechnet, dass es in mir zusammenstürzen könnte. Aber ja. Looks like we've got company. What do you wanna do? Aha, wanna play? Ui! Ich hab dich nicht getroffen. What? Jetzt aber. Also, du gehst in Flammen auf, Junge. Sah nicht so aus. Ali ist da. So weit will ich es gar nicht kommen lassen, dass jemand hier. Da lief noch ein anderer rum, den habe ich doch gesehen. Wo ist er hin? Ich liebe das Gewehr. Kann sich oft genug betonen. Wo darf ich jetzt hin? Wo ist hier Platz für Leon? Nirgends? Rüber, ja.